Ja, ich hatte euch ja schon angekündigt, dass ich euch ein paar Gitarrentechniken zeigen werde. Und wir fangen an mit dem Abrollen. Das war jetzt gerade so der Anfang von Fear of the Dark von Iron Maiden. Und ja, der komplette Anfang ist eigentlich ganz gut, um das mal zu üben, dieses Abrollen der Finger. Worum es geht, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Guten Tag und ein herzliches Willkommen an alle Gitarreros und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Patty und ich freue mich darauf, euch auf eurem Weg an der Gitarre begleiten zu dürfen. Das ist natürlich alles vollkommen kostenfrei und unverblümt. So, nun viel Spaß bei meinem Video und ich hoffe, ihr könnt ganz viel daraus mitnehmen. Bei Fragen immer her damit an meine E-Mail-Adresse patty@guitar-cam.de. Bis gleich! Okay, beim Abrollen der Finger geht es eigentlich darum, dass ihr zwischen den gespielten Tönen keine, ich sag mal, keine Zeit verliert, ne? Also es macht ja schon einen Unterschied, ob ihr jetzt, wenn ihr eine Seite wechselt. Ich fange mal kurz hier den Krach aus. Ja, worum geht es beim Abrollen? Beim Abrollen geht es im Prinzip darum, dass ihr dass ihr keine Zeit verliert zwischen den Noten oder zwischen den Tönen, wenn sie untereinander gespielt werden auf den Saiten, ne? Also wenn ihr von E-Saite, fünfte Bund, zum Beispiel auf die A-Saite im fünften Bund geht, ne? Das macht ja schon einen Unterschied, ob sich das so anhört oder so. Ne, das macht schon einen Unterschied. Beim Abrollen geht es halt darum, dass ihr den Ton auf einer Seite anschlagt, dann den Finger abrollt und auf der anderen Seite auch anschlagt. Dabei, beim Abrollen, mutet ihr aber die Seite, von der ihr wegrollt. Ich zeige euch das Ganze mal in einer Aufnahme. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei dem Intro von Fear of the Dark abrollen wollt, ihr müsst nämlich von der A-Seite im fünften Bund auf die E-Seite im fünften Bund, ne? Das heißt, ihr rollt von der 5 auf die 5 ab und rollt aber so ab, dass wenn ihr die E-Saite greift, dass die A-Saite nicht klingen kann, ne, sondern dass sie so gemutet ist. Also so klingt sie, dann rollt ihr ab und so klingt die A-Saite nicht mehr. Andersrum, wenn ihr die E spielen wollt und danach auf die A geht, dann klingt die E-Saite nicht mehr. Ne? Also E klingt. Ihr rollt ab auf A, schlagt an, aber E klingt nicht. Ne? Das sollte man ganz gut hören. Also beim Beispiel von Fear of the Dark, Tabs blende ich ja gleich ein, geht ihr von der A auf die E-Seite und wieder auf die A-Seite. Also, wie gesagt, wenn ihr die Saiten wechselt, immer abrollen. Genauso bei dem Lead-Part, sag ich mal, der danach kommt, dieser hier. Dann ist es natürlich auch wichtig, da geht ihr nämlich auch von einer Seite auf die andere. Und die darf dann nicht klingen, von der ihr gekommen seid, ne? Ne, da geht's dann auch. Also erst auf der B-Seite und dann auf der G-Seite. Ne, also ihr seht, dieses Abrollen macht schon Sinn, damit ihr keine Zeit zwischen den Tönen verliert. Okay, wir gehen nochmal in die Weit-Weg-Aufnahme, nenne ich sie mal. Ja, wie ihr seht, dieses Abrollen ist schon recht wichtig. Und ist eigentlich unerlässlich auch für irgendwelche melodiösen Clean Parts, ne? Weil da stirbt der Ton ja doch schon mal ein bisschen schneller ab, als wenn ihr da ultra verzerrt dann noch mit Delay und Reverb und habt ihr nicht gesehen spielt. Da macht dieses Abrollen von den Fingern schon einfach mal Sinn. Ich habe jetzt mal hier diese Tabs eingeblendet. Die sollten logisch sein. Und das auch mal so eine Übung zum Fingerstretchen, ne? Gerade wenn es um den zweiten Takt hier geht. Da spielt ihr ja
3 auf der A-Seite, dann 3, 3 auf der E-Seite, also auf der A-Seite eine Achtel und der Rest alles Sechzehntel. Ne, das ist schon ziemlich schwierig, gerade wenn ihr eine Strat in der Hand habt, gerade, wo die Mensur doch ein bisschen länger ist, ist das schon ein bisschen tricky. Aber das kriegt ihr hin. Also es ist ja auch nicht gezwungenermaßen, dass ihr immer genau vor den Wundstäbchen spielt. Es darf halt sich halt nur nicht so anhören. Ne, also so sollte es sich schon anhören. Das wäre kacke. Okay, also üben. Und solche Sachen, wo ein Bund zwischen den Fingern ist, also 1, 3, 5, also beziehungsweise 3, 5, 7, wo immer so ein Bund frei ist, spielt ihr am besten mit Zeigefinger, Ringfinger und kleinem Finger. Ne? Das ist leichter, als wenn ihr jetzt Zeigefinger, Ringfinger, Mittelfinger und dann versucht mit dem Mittelfinger da irgendwie rüber, mit dem Ringfinger, das wird nichts. Ne? Ansonsten, ihr müsst jetzt nicht dieses Intro von Fear of the Dark spielen. Ne? Ich sag mal, wenn ihr habt ja diese Übung von mir gehabt, hier dieses. Ihr könnt hier einfach mal versuchen, 5, 6, 5, 6, umgreifen, 5, 6, abrollen, 5, 6, umgreifen, abrollen. Ne? Also im Prinzip, dass hier immer, ihr könnt ja immer nur über zwei Seiten abrollen, über drei wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber über zwei Seiten dürfte das kein Problem sein. Also immer eine Seite greifen, in dem Fall jetzt erstmal die E-Seite, anschlagen, dann die mit dem Mittelfinger, sechste Bund die E-Seite anschlagen, dann mit dem Zeigefinger abrollen auf die A-Seite im fünften Bund, dann mit dem Mittelfinger die sechste Seite auf der A-Seite, im sechsten Bund auf der A-Seite anschlagen. Also im Prinzip so. Den Zeigefinger natürlich liegen lassen. Ne? So, und dann müsst ihr, wenn ihr jetzt auf die G-Seite, auf die D-Seite geht, müsst ihr umgreifen. Ne? Da muss der Zeigefinger sich bewegen und wandern. Dann aus diesem gegriffenen, abgeknickten hier, aus diesem abgerollten, greift ihr dann natürlich im fünften Bund auf der D-Seite, spielt die dann an, spielt dann mit dem Mittelfinger in dem sechsten Bund der D-Seite, rollt den Zeigefinger ab auf dem fünften Bund der G-Seite, spielt an und schlagt dann mit dem Mittelfinger auf die G-Seite im sechsten Bund. Also es wird schon so anhören. Ne, also E, A, umgreifen und so weiter. Übt das einfach mal und dann noch ein bisschen dieses Fingerstretchen. Und ja, das wird ein bisschen dauern, das ist aber auch nicht schlimm. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Ne? Also, wenn ihr könnt, dann spielt das Fear of the Dark. Naja, okay. Viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Video.